Stadt Biota liegt im Departement Cundinamarcas in Kolumbien. Sie war stark vom Bürgerkrieg betroffen. Hier fanden wichtige Prozesse und Entwicklungen im Kampf um soziale Gerechtigkeit und den Zugang zum Land für alle statt. In dieser Doku geht es um die Rolle der kolumbianischen Social Leader Frauen. Frauen, die vom Bürgerkrieg betroffen waren, deren Stimmen ungehört blieben und deren unglaubliche Geschichten niemals erzählt wurden. Frauen, die unter der Oberfläche verborgen agieren mussten und die sich zu wahren Lebenskünstlerinnen entwickelten, während sie für ihre Gemeinde und ihre Familie eintraten. Ohne sie wäre eine positive Veränderung der Gesellschaft und das erste Sandkorn auf dem beschwerlichen Weg zum Frieden undenkbar gewesen. Die spanische Krone dominierte die indigene Bevölkerung in den eroberten Gebieten mit einem Produktionssystem, das auf dem mittelalterlichen Feudalsystem, auch Encomienda Colonial genannt, basiert. Ein Grundpfeiler war, die Indigenen zum Katholizismus zu missionieren. Die Haciendas oder Gutsbesitze wurden nach dem Unabhängigkeitskrieg zur wichtigsten Wirtschaftsinstitution und reduzierten so die indigenen Reservate auf ein Minimum. Die kreolischen Eliten übernahmen die Land-, Landwirtschafts- und Bergbauproduktion und die Kontrolle der politischen Klasse, eine Praxis, die bis zur heutigen Zeit beibehalten wurde. Auf den Haciendas herrschten die gleichen Arbeitsbedingungen der Encomiendas, wie Missbrauch, Unterwerfung und Misshandlung, die die zwischenmenschlichen Beziehungen von Bauern, Bäuerinnen und Grundbesitzern kennzeichneten und immer noch kennzeichnen. Bis heute hat sich die Verteilung des Besitzes der Landgüter nicht geändert. Das Land gehört einigen wenigen. In einem 50 Millionen Einwohnerland gibt es 2055 Besitzer großer Farmen mit mehr als 2000 Hektar. Damit besitzen nur 0,06% der kolumbianischen Bevölkerung über die Hälfte, nämlich 51,5% der gesamten kolumbianischen Landwirtschaftsfläche. Dies ist die Geschichte über die Rolle der Frauen, die sich inmitten des Krieges und dem Kampf ums Land befanden. Tausende von Menschen ließen und lassen immer noch ihr Leben in diesem Konflikt. Parteien, Bauernbewegungen wie die Guardia Roja und aufständige Gruppen mit marxistisch-leninistischen Tendenzen stellten sich dem latifundistischen System mit dem Trend zur feudalistischen Produktion entgegen. Biota, ein Gebiet voller großartiger Frauen. Frauen, die für ihre Ideale kämpfen und die heutzutage die Stimme des kolumbianischen Volkes verkörpern. Frauen, die die Heldin Policarpa Salavarrieta in Ehren halten. Kolumbien befindet sich nach 54 Jahren Bürgerkrieg im Friedensprozess. Der erste Schritt ist bereits getan. Aber es bleibt ein beschwerlicher Weg, weil weiterhin viele bewaffnete Gruppen im Land agieren und die Menschen vertrieben werden. Y nosotros desde acá queremos impulsar esa paz, enseñarle a nuestros hijos y cuidar esto, que es el patrimonio de ellos y es la nueva generación. Nosotros ya vivimos una violencia y la verdad no queremos que ellos la sufran igual que nosotros, porque es muy duro. ¿Por qué y cómo se organizó esa fundación? Yo como trabajadora social puedo hacer algo para las mujeres, como con mi visión de pronto de otro país, de Alemania, donde hay un poquito más de igualdad, tampoco es completa, pero es un poquito más. ¿Qué puedo aportar yo aquí para mostrar a las mujeres nuestros rostros de Policarpa, que son mujeres que se lo han luchado, que pasaron por la guerra, que pasaron por violencia, por muchos acontecimientos duros? ¿Yo qué puedo aportar como para darles voz y cara en la manera posible para mostrar? Y para que ellas cuenten su historia, que muchas veces nadie ha preguntado y que les quedaron adentro, pero
no las hemos escuchado. Vi mucha revictimización, ¿no? La mujer golpeada, violada llega, cuenta lo que le ha pasado y como si tendría que justificar por qué llega a un hospital y por qué llega violada. Entonces eso me parece tan duro lo que viven las, o que vivimos las mujeres, que digo, eso es mi lucha, yo quiero ponerme en esa lucha de apoyar en lo que puedo. Este lugar es especial y necesita mucha intervención para mujeres porque están todavía muy abandonadas en algunos sentidos en cuanto a participación política, en violencia intrafamiliar. Al final vamos a llevar un mensaje muy bonito a Colombia y es que tenemos que comenzar a conocer a los actores y no a los protagonistas. Ah, exacto. Que es como la reflexión que nos hacemos al final.